Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. In der letzten Folge Datendurchblick haben wir die randomisierte kontrollierte Studie besprochen. Und wir bleiben weiter bei den Studiendesigns. Heute geht es um die Kohortenstudie. Die Definition laut Wikipedia ist: Eine Kohortenstudie ist ein beobachtendes Studiendesign der Epidemiologie mit dem Ziel, einen Zusammenhang zwischen einer oder mehrerer Exposition und dem Auftreten einer Krankheit aufzudecken. Dabei wird eine Gruppe exponierter und eine Gruppe nicht exponierter Personen über einen bestimmten Zeitraum hinsichtlich des Auftretens oder der Sterblichkeit bestimmter Krankheiten beobachtet. Ich glaube, das lässt sich noch etwas verständlicher erklären. Irit, kannst du uns weiterhelfen? Was ist eine Kohortenstudie? Wir reden ja hier viel über Kohortenstudien und randomisierte, kontrollierte Studien und heute soll es halt um die Kohortenstudie gehen. Und deswegen vielleicht einmal so ganz klar der Unterschied. Eine randomisierte, kontrollierte Studie ist, ich habe die Idee, dass ich zwei Dinge vergleichen will. Machen wir es mal einfach. Die eine Gruppe bekommt das Medikament, die andere Gruppe bekommt ein Placebo und ich überlege mir, welche Patienten ich einschließen möchte und die teile ich dann über diese Randomisierung, die wir in einer Folge besprechen, den unterschiedlichen Gruppen zu. Und damit habe ich dann auch eine definierte Anzahl von Patienten. Einer Kohortenstudie ist es so, dass ich eine Kohorte nehme, die es schon gibt, also es ist eigentlich eben immer retrospektiv oder zumindest ist es nicht nur für dieses eine Medikament ausgewählt, es ist eine Gruppe von Patienten, die ich auf ein bestimmtes Merkmal vergleichen möchte. Aber die sind halt nicht über diese Randomisierung zufällig den Gruppen zugeordnet. Es ist nicht prospektiv gesagt, die bekommen das Medikament oder nicht, sondern ich gucke mir an, wenn ich zum Beispiel auch da dieses Medikament gucken möchte, dann gucke ich mir die Gruppe an. Davon hat dann ein Teil das Medikament bekommen und der andere Teil hat das Medikament nicht bekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die eben nicht so zufällig zugeordnet sind, ist eben schon da. Und deswegen brauche ich diese statistischen Tricks, die ich dann anwende, um dann die Kohorten zu vergleichen. Und da kommen wir schon wieder auf Corona. Was eben immer wieder gut ist für viele Dinge, ist, dass man die Kohorte dieser Corona-Patienten oder Covid-Erkrankten oder SARS-CoV-2-Positiven, habt ihr eigentlich alle den Unterschied mal gehört oder soll ich einmal noch kurz erzählen? Ich glaube, ich erzähle es einfach nochmal. Corona ist ja ein Gesamtbezeichnis für das Virus. Covid ist die Erkrankung an dem Coronavirus und SARS-CoV-2 ist die eigentliche Bezeichnung von diesem Virus. Also worüber wir heute reden, ist die Kohorte der Covid-erkrankten Patienten. Also die, die wirklich krank waren, die behandelt worden sind. Und wenn man diese Gesamtkohorte zum Beispiel wie bei uns im Klinikverbund nimmt und alle Patienten zusammen in einen Topf wirft und dann guckt, ob die eine Gruppe oder die andere Gruppe besser war, dann kriegt man eben auch schon Aussagen und wenn man das dann richtig zusammenstellt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht das wie in dieser randomisierten, kontrollierten Studie, dass ich die Patienten exakt gleich mache. Ich mache gleich viel Männer, ich mache gleich viel Frauen, ich mache gleiches Alter, dann kann man die natürlich auch auf bestimmte Merkmale vergleichen. Oder man kann gucken, ob bestimmte Merkmale besonders doll darauf hinwirken, dass man auf die Intensivstation kommt. Es ist zum Beispiel so, und auch das ein schönes Beispiel, weil ich es immer so gerne sage, den Männerschnupfen gibt es. Männliche Körper reagieren anders auf Viren als weibliche Körper. Es sind mehr Männer auf der Intensivstation angekommen. Und damit man das eben auch wirklich interpretieren kann, wir hatten das am Anfang mal mit den Bezugsgrößen, ist natürlich, man muss erstmal gucken, ob denn auch mehr Männer wirklich an Covid erkranken. Und erst wenn ich weiß, dass mehr Männer an Covid erkranken und das dann in Bezug setze zu der Menge von Männern, die auf der Intensivstation sind, dann weiß ich, ob wirklich auch mehr Männer auf die Intensivstation kommen oder ob nur mehr Männer an Covid erkranken. Und es ist sowohl als auch. Also es erkranken mehr Männer an Covid und es kommen mehr Männer auf die Intensivstation. Sind sie dann erstmal auf der Intensivstation, sterben sie nicht mehr als Frauen. Es sind zwar mehr Männer da, aber der Anteil, der stirbt, ist gleich wie der bei Frauen. Das heißt, wenn wir Frauen es erstmal geschafft haben, auf die Intensivstation zu kommen, beatmet zu werden, haben wir keinen Vorteil mehr durch unser Geschlecht.
aber auf dem Weg dahin. Und da sind wir ganz viel Verknüpftes drin. Wir können das der randomisierten, kontrollierten Studie ähnlich machen, indem wir die Gruppen eben nur in einem Merkmal unterschiedlich machen. Zum Beispiel sagen, wir nehmen uns jetzt gleich viele, gleich alte Männer und Frauen und nur das Merkmal Männer und Frauen unterscheidet sich. Und daraus können wir vielleicht nicht ganz so sauber wie in den randomisierten, kontrollierten Studien Dinge herausfinden. Aber natürlich geben diese Kohortenstudien auch wichtige Aussagen und wir können nicht nur mit dem einen oder mit dem anderen. Deswegen, Königsklasse wird noch die interventionelle, randomisierte, kontrollierte Studie gesehen. Ich glaube, es gibt keine Königsklasse, sondern wir brauchen alle Sorten von Datenbearbeitung, auch die Kohortenstudie. Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@thieme.de und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.